So, erstmal ein herzliches Servus zu einer weiteren Ausgabe des Sportplatzes, dem Sportmagazin hier bei uns auf FS1. Für diese Ausgabe habe ich mich auf den Weg nach Niedernsil gemacht, wo am vergangenen Samstag das Spiel der Spielgemeinschaft Niedernsil-Uttendorf gegen den USV Großall stattfand. Wir sehen gleich die erste Halbzeit dieser Begegnung. Im Meisterschaftsspiel zwischen der Spielgemeinschaft Uttendorf-Niedernsil in den rot-weißen Dressen und dem USV Großall in blau-weiß zunächst einmal die Gastgeber, die mit Hannes Leo im Tor begannen am Ball. Es steht derzeit logischerweise torlos 0:0. Jetzt wieder eine neue Kontermöglichkeit. Aber der Ball geht doch ziemlich weit am Tor vorbei. Naja, und immerhin 80 Zuschauer fallen den Weg auf den Sportplatz in Niedernsil. Hier sehen wir Hannes Leo beim Abstoß. Ja, vielleicht noch ein Wort zu Nummer 7, Pascal Klemer, der normalerweise auch ein Torwart ist, aber heute bei dieser Begegnung am Feld spielt. Wie gesagt, er trägt die Nummer 7 und spielt dieses Mal in der Verteidigung. Jetzt wieder die Gäste mit der Nummer 10, Harald Dofferer. Rückpass. Ja, jetzt sehen wir Pascal Klima, der auch einen Rückpass auf Hannes Leo macht. Immer noch die Gastgeber am Ball bei strahlendem Fußballwetter. Natürlich eigentlich absolut ideal, um Fußball zu spielen. Der Ball geht jetzt ins Out und bei den Gästen steht Alois Brommegger zwischen den Pfosten. Wiederum geht der Ball ins Haut und das gibt mir die Möglichkeit, euch die Nummer 11, der Gastgeber, vorzustellen, den wir hier im Bild sehen. Es ist Tibor Pjokka, der als Mittelfeldspieler im Einsatz ist. Wiederum geht der Ball am Tor von Hannes Leo vorbei. Es gibt Abstoß, wie wir hier sehen. Weg mit dem Ball, jawohl, so gehört es sich. Und da geht es natürlich ordentlich zur Sache. Burschen, etwas mehr Einsatz und vor allem nach vorne. Aufpassen und der Ball geht erneut ins Out. Es gibt einmal für die Gäste, ausgeführt von der Nummer 2, Herbert Dofferer. Erneuter Abstoß. Ja.
Jetzt wieder die Nummer 11, Tibor Bjorka. Oh. Das dürfte auf jeden Fall ein Foul gewesen sein. Gibt es, ja, hier gibt es keine Karte. Wäre aus meiner Sicht durchaus gelbwürdig. Ja, hier sehen wir einen Teil der 80 Zuschauer hier am Sportplatz in Niedernsel. Alles Omega haben wir gerade vorher gesehen, den Torhüter, der Gäste aus dem Großartal. Burschen, mehr Einsatz! Jetzt vielleicht etwas früher abziehen. Aber dieses Mal hat der Abwehr des SV Großartal sehr gut aufgepasst. Und auch dieses Mal hat Alois Promega, der Torhüter der Gäste, den Ball. Es gibt Abstoß und das gibt mir die Gelegenheit, euch die weiteren Ergebnisse zu verraten. SV Linz gegen FC Hermsee 8:0 Kantersieg und die TSO Bamberg 1B verlor gegen den SC Wald Königsleiten mit 2:3 und bereits am Freitag, den 30.08. gewann der USV Dorfgastein gegen Dernten mit 2:0. Und das Spiel der Spielgemeinschaft unten auf Niedernsel gegen den SV Großartal sehen wir ja jetzt gerade. Es sind mittlerweile etwas mehr als 7 Minuten in dieser Begegnung gespielt und ja, ihr seht es oben eingeblendet, 0:0 der Spielstand für alle, die später zugeschaltet haben. Ihr habt bislang noch nichts verpasst. Es gibt erneut Abstoß vom Torwart an Hannes Leo. Und die Gäste wechselten auch in der 8. Minute zum ersten Mal aus. Matthäus Hettiger, die Nummer 5, kommt für Alexander Meyer, der die Nummer 7 trägt. Schön gemacht von Hannes Leo. Sehr schön. Gerade noch von der Linie gekratzt. Und die Nummer 9, Gasgeber Lukas Vogelreiter, haben wir gerade gesehen, hier, der jetzt am Ball ist. Rückpass. Weg mit dem Ball vom eigenen Tor. Ja, vielleicht noch ein paar Worte zur zweiten Klasse Südwest. Es sind insgesamt 8 Mannschaften vertreten.
Neben den beiden Mannschaften, die wir hier sehen, der Spielgemeinschaft Utendorf-Niedernsel und dem USV Kosala, sind es noch der SV Lent, die 1B-Mannschaft des CC am See, der USC Dernten, der SC Wald Königsleiten, der USV Dorfgastein und last but not least die 1B-Mannschaft der TSU Bamberg. Das vielleicht noch kurz zum Verständnis dieser Liga. Wie gesagt, 8 Mannschaften matchen sich hier um den Meistertitel. Wieder ein Rückpass auf Alois Omega, den Torhüter der Gäste. Da geht's ordentlich zur Sache. Wieder ein Rückpass auf Hannes Leo, der den Ball gleich an seine Kollegen Meitel. Und jetzt weiter Abschlag. Ja, da müsste man doch etwas aggressiv aufmachen. Aufpassen! Ja. Hier muss natürlich insbesondere auch die Verteidigung wachsam sein, sonst kann man sich sichern, dass es früher oder später mal scheppert. Und im Eigentor, glaube ich, will das keine Mannschaft. Jetzt wieder ein Rückpass von der Nummer 3, Robert Greiner auf Hannes Leo. Ja, und vielleicht sollte ich euch noch den Schiedsrichter dieser Begegnung vorstellen. Es ist Erwin Meyer. Bislang eine aus meiner Sicht sehr souveräne Partie. Neuer Versuch. Rückpass. Gut aufgepasst, da hätte es durchaus schämen können. Das gibt eine Kontermöglichkeit. Immer noch die Spielgemeinschaft unten auf Niederzill am Ball. Aber hinten, der Ball geht am Tor von Alois Omega vorbei. Ja, es gibt erneut Abstoß und dort der Gäste. Gut gemacht von der Abwehr der Spielgemeinschaft unten auf Niederzell. Die Papierka haben wir gerade mit der Nummer 11 gesehen. Sehr schön gemacht. Das Spielgeschehen findet hauptsächlich im Mittelfeld statt. Jetzt wäre es natürlich wichtig, den Ball nach vorne zu bekommen in Richtung Tor und dann vielleicht auch einmal hineintreffen. Und ja, es gibt erneut Einwurf für die Gäste. Jetzt sehen wir wieder Alois Omega am Ball. Ja, vielleicht noch ein Wort zu den Gästen, die ihre Heimspiele auf Kunstrasen austragen. Schuss! Da hätte es durchaus scheppern können. Aber es bleibt beim torlosen 0:0 und es gibt Ecke für den USV Osal.
wieder ein Pass zurück hinter das Tor von Hannes Leo. Bislang eine fehlerlose Leistung. Jetzt wieder Rückpass. Wofür das gut sein soll, entzieht sich meiner Kenntnis. Wiederum Lukas Vogelreiter, der auf Dieter Pjoka passt. Ja, aber auch dieses Mal haben die Gäste aus Großal sehr gut aufgepasst. Nummer 4, das ist Lukas Höller. Noch ist nicht wirklich etwas passiert. Passiert Hannes Leo den Ball und mittlerweile sind ja 16,5 Minuten gespielt. Bislang geht das Torlose 0:0 auch in Ordnung. Während hier das Spiel ja so dahinter geschaut, möchte ich euch natürlich auch die beiden Trainer der Mannschaften etwas näher vorstellen. Auf Seiten der Spielgemeinschaft Uttendorf-Niedernsiedl ist es Gerhard Wanger und auf der Betreuerbank der Gäste sitzt Hans-Peter Ettinger. Es gibt wieder Abstoß. Und erneut ist das Spiel unterbrochen. Das gibt uns natürlich die Gelegenheit, in die zweite Klasse zu schauen. Naja, das müssen wir noch verschieben. Es geht nämlich weiter. Damals Pjoka, sehen wir ja. Wieder eine schöne Kontermöglichkeit über die linke Seite. Rückpass. Und es gibt Abstoß. Neuer Versuch. Aber auch dieses Mal geht der Ball ins Tor, somit gibt es Abstoß. Es gibt auch dieses Mal erneut Abstoß. Sehr weiter Abschlag nach vorne. Die Verteidigung passt nicht auf, oder doch? Wiederum ein nicht unbedingt notwendiger Ballverlust auf die Nummer 7, Alexander Meyer. Jetzt wieder einen Schuss, aber dieses Mal geht der Ball vorerst beim Tor von Hannes Leo vorbei. Es gibt Eckball.
da ist das 0:1 durch Christoph Dietz. Die Nummer 15, der Geste aus Großall, keine Chance für Anisle oder irgendwas zu machen. Und so ein Schuss ist natürlich absolut unhaltbar. Wie ich schon gesagt habe, es wäre wichtig, den Ball vom eigenen Tor wegzubekommen. Die Nummer 5, der Gastgeber, das ist der Kapitän Christoph Höller. Sehr backende Zweikämpfe hier am Sportplatz Niedernsil zu sehen. Jetzt wieder ein Pass. Schöne Flanke! Und gut gemacht von Anisle, der nach Passen den Ball sicher halten konnte. Wiederum Dibor Pioka. Ball. Könnten noch mehr nach vorne spielen. Wieder auf die Nummer 9, Lukas Vogelreiter. Vielleicht mehr Chancen und Torschüsse kreieren, das wäre natürlich jetzt aus Sicht der Gastgeber sehr, sehr wichtig. Möglichst einen Ausgleich erzielen, noch in der ersten Halbzeit. Das setzt natürlich auch sicher einiges an Kräften frei. Fabian Bjorka sehen wir ja. Die Nummer 11 haben wir gerade Gastgewahr, haben wir gerade vorher gesehen. Es gibt Einwurf. Jetzt wieder ein Angriff. Wiederum geht der Ball ins Out. Nach wie vor 0. Und der Ball geht am Tor vorbei. Nach einer Trinkpause geht es zunächst Abstoß vom Tor von Hannes Leo. Wir sehen im Hintergrund einen zweiten Ball, was nicht unbedingt sein sollte. Es ist nämlich für einen Torhüter sonst schwierig, sich auf einen Ball zu konzentrieren, wenn ein zweiter im Spiel ist. Ja, jetzt ist das Spiel unterbrochen und jetzt kann ich auch zu den Ergebnissen der zweiten Klasse kommen, soweit sie vorliegen. Hütter, Filzmoos 2:6. Der USK Mura musste sich gegen eine 1B-Mannschaft von Altmark mit 2:3 geschlagen geben. Und der FC Annaberg und Götz setzte sich gegen den SV Mühlbach am Hochkönig mit 3:2 durch. Wir schauen natürlich auch noch im Laufe der Sendung in die nördlichen zweiten Klassen. Und zwar gibt es von der zweiten Klasse Nord bislang zwei Ergebnisse: 8:0. Den SV Bermann, Michael Bayern gegen die 1B-Mannschaft von Schwarzmalchen und die 1B-Mannschaft von Thalgau besiegte den SV Taxham mit 6:0. Jetzt ist wieder die Nummer 15, Christoph Dietz, der Torschütze, zum 1:0 am Ball.
Mach jetzt einen Rückpass auf Hannes Leo, der den Ball sicher gefangen hat. Aber was ich immer sage, weg mit dem Ball vom eigenen Tor, sonst scheppert es. War abseits, richtige Entscheidung von Erwin Meyer, dem Schiedsrichter dieser Begegnung. Einmal für die Gäste aus Großal. Wieder ein Rückpass von der Nummer 4, Lukas Höller. Ist etwas mehr Schusskraft erforderlich. Ja, schießen und nicht den Ball reintragen. Das wäre vielleicht ein Erfolgsrezept, wenn man den Ball im gegnerischen Tor unterbringen will. Einwurf durch Herbert Hofferer, der Nummer 2 des USV Großal. Wiederum von Dieber Pjörka, der jetzt dieses Mal hat der Abwehr vom USV Großhall sehr gut aufgepasst. Langsam sollten sich die Gastgeber was einfallen lassen. Haben zunächst Eckball und eine gekonnte Parade von Teuter der Gäste Alois Freuder. Bislang, wie gesagt, beide Goals ohne Abwehrfehler. Ecke für die Gäste aus Kosal. Es dauert relativ lange. Die Flanke kommt jetzt. Aber der Ball geht erneut ins Out und es gibt Einwurf für Großal. Könnte eine gute Aktion nehmen. Ja, gut eine halbe Stunde gespielt. Null zu eins steht es für den USV Großer.
durch ein Tor von der Nummer 15, Christoph Diss, aus der 20. Spielminute. Es gibt erneut einen Freistoß für die Gäste. Und auch dieses Mal geht der Ball ins Torout. Und somit ist es logisch, dass es einen weiteren Abstoß vom Tor von Alois Brommiger gibt. Der Ball geht wieder am Tor vorbei. Na, wie gesagt, es wäre natürlich jetzt für die Gastgeber Zeit, einmal etwas torgefährlicher zu werden. Denn es sind in der ersten Halbzeit nur mehr, ja, 12 Minuten zu spielen. Wieder eine schöne Aktion. Könnte flanken, aber gut aufgepasst. Und Hannes Leo befördert den Ball ins Out. Ja, da liegt ein Spieler, der Gastgeber, am Rasen. Es ist die Nummer 11, Tibor Pjoka. Kann allerdings Gott sei Dank weiterspielen, wie es aussieht. Und Lukas Vogelreiter setzt das Spiel mit einem Freistoß fort. Die Nummer 9, der Gastgeber. Übrigens ebenfalls in der Position des Mittelfeldspielers. Es geht Freistoß für Großal. Vielleicht für die Gäste aus Großal eine Premiere. Zum ersten Mal im Fernsehen gut aufgepasst von Hannes Leo. Bislang eine super Partie. Und wie gesagt, bei dem einen Gegner absolut chancenlos. So ein Schuss ist einfach nicht zu halten. Ja.
Es gibt einen Wurf. Jetzt wieder ein neuer Pass. Mittlerweile steht es nach wie vor noch 0:1 in dieser Begegnung zwischen der Spielgemeinschaft Uttendorf Niedersil und dem USV Großaal. Wiederum die Gastgeber, Divya Pjorka, Ball vielleicht etwas nach vorne spielen und wiederum gibt es Abstoß. Erwin Meyer hat gepfiffen, allerdings für mich nicht ganz nachvollziehbar warum. Jedenfalls gibt es Freistoß für die Gäste aus Großhall. Und das war ein erneutes Foul. War eindeutig eine, könnte man durchaus eine gelbe Karte wie ein Zuschauer zu Recht bemerkt. Aber Schiedsrichter Erwin Meyer belässt es bei einer Verwarnung. Kann man durchaus Geld geben, es gibt jedenfalls Freistoß für den USV Großaal. Die Mauer wird eingerichtet. Schöne Parade von Hannes Leo, der den Ball über das Tor lenken und somit einen weiteren Gegentreffer verhindern konnte. Es gibt Eckball für den USV Großaal. Im Hintergrund sehen wir den Eingangsbereich zum Niederseeler Badesee, der sich direkt neben dem Sportplatz befindet. Das war jetzt etwas knapp, aber Gott sei Dank konnte sich Hannes den Ball schnappen. War nicht so einfach, wie es vielleicht hier auf diesen Bildern aussieht. Und solche Bälle sind natürlich für einen Torhüter sehr schwer einschätzbar. Was natürlich für einen Torhüter oft schwierig ist, wenn man den Ball nicht im ersten Moment wäscht, erreichen kann. Wieder ein Foul. Dann springt er auf den Weg und das ist natürlich für einen Torhüter eine nicht unbedingt leichte Situation, um es mal vornehm auszudrücken. Jedenfalls gibt es hier Freistoß. Schuss! Sicher gehalten von Hannes Leo! Gut gemacht! Eine schöne Parade, wie ich finde! Ja,
Der Ball geht erneut ins Out. Lukas Vogleiter am Ball, Nummer 9. Jetzt wieder ein Pass, war sicher gefangen vom Torhüter der Gäste, Alois Omega. Ja, vielleicht noch ein neuer Schuss, aber der Ball geht am Tor vorbei. Vielleicht noch ein Wort zum Spielgemeinschaft Uttendorf-Niedernzell, weil es sind einige Spieler am Feld, die im Winter auch für den EC Niedernzell spielen. Es sind dies zum einen der Deuter Hannes Leo und auch Markus und Lukas Vogleiter. Der EC Niedernzell spielt ja in der ersten Salzburger Eishockey-Landesliga und wir werden natürlich auch heuer sicherlich das eine oder andere Spiel der Islanders, wie die Mannschaft des EC Niedernzell heißt, hier im Fernsehen sehen. Das Ganze allerdings dann in der Sendung Power Play. Jetzt ein neuer Versuch. Scheitert zunächst und Auge. Das ist natürlich für einen Torhüter bitter. 0:2. Der Torschütze war erneut die Nummer 15 der Gäste. Christoph Diss. Das Ganze knapp vor Ende dieser ersten Halbzeit. Und ja, sowas ist natürlich für einen Torhüter durchaus ärgerlich. Aber auch da ist zu sagen, dass der Schuss absolut unhaltbar war. Gut reagiert. Und wenn man da ausgekontert wird, ja, dann hat man einfach keine Chance. Bin ja mal gespannt, was sich die Gastgeber für die zweite Halbzeit einfallen lassen. Noch ein Pass. Ja, dann geht es ordentlich zur Sache. Hier am Spielfeld steht 0:2. Aus Sicht der Spielgemeinschaft Uttendorf-Niedernzell. Die Nummer 16, der Gastgeber, sehen wir auch hier. Es ist Inter Karaslan, der jetzt am Ball für einen Freistoß ist. Der allerdings genau in die Mauer schießt. Jetzt wieder Damas, Tibor Pioka, so ist es korrekt. Und das war die Halbzeit. 0:2 ist der Zwischenstand. 0:2, so
So lautete das aus Sicht der Gastgeber unerfreuliche Zwischenergebnis nach den ersten 45 Minuten. Auch hier ist zu sagen, dass der zweite Gegentreffer kurz vor der Halbzeitpause fiel und aus Sicht der Gastgeber war natürlich zu hoffen, dass sowas in der zweiten Halbzeit sich nicht fortsetzte. Und ob sich diese Hoffnung erfüllte, das sehen wir jetzt. Wir sehen hier die zweite Halbzeit des Meisterschaftsspiels zwischen der Spielgemeinschaft Uttendorf-Niederzell in Rot-Weiß und den Gästen aus Großall in Blau-Weiß. Was ist in der ersten Halbzeit geschehen? Es gab, wie wir oben eingeblendet sehen, zwei Tore, jeweils von der Nummer 15 Christoph Tiss aus der 20. bzw. 44. Spielminute. Auch hier ist zu sagen, dass der zweite Gegentreffer erst kurz vor der Halbzeit fiel. Die Seiten wurden gewechselt und auch zur Halbzeit führte der Trainer, der Gastgeber Gerhard Wangler, einen Wechsel durch. Und zwar ist jetzt Markus Buchner aus dem Spiel genommen und neu im Spiel ist Khan Karasalam, also ein Tausch von zwei Verteidigern. Pascal Klemmer trägt auf jeden Fall hier in dieser Begegnung die Nummer 7, ist wie gesagt ausgewechselt worden und die Nummer 10, Khan Karasalam, spielt jetzt. Bisher spielten beide Torhüter absolut fehlerfrei. Hier sehen wir Hannes Leo bei einem Abstoß von seinem Tor. Wie gesagt, bei beiden Gegentoren absolut chancenlos. Denn wenn man als Goalie ausgekontert wird, hat man nicht den Funken einer Abwehrchance. Wir schauen natürlich auch ergebnismäßig in die zweite Klasse Nord B. Die Einzelmannschaft des FC Buch musste sich gegen eine von Olling mit 0:3 geschlagen geben. Die Sportunion Abtenau gewann gegen die 1B-Mannschaft der Violetten mit 2:1 und Abnet 1B musste sich gegen Großgemein mit 1:2 geschlagen geben. Das Ganze, wie gesagt, zu den zweiten Klassen, auch im Außergebirgbereich. Und ja, auf jeden Fall nach wie vor strahlendes Fußballwetter. Zunächst einmal die Gastgeber. Rückpass auf Hannes Leo, der jetzt zu seinen Kollegen passt. Die Nummer 9 ist Lukas Vogelgeiter. Wie schon erwähnt, im Winter auch bei den Islanders aus Niederzell in der ersten Salzburger Landesliga im Einsatz. Vielleicht sehen wir auch noch von dieser Mannschaft einige Spiele, dann allerdings in der Sendung Powerplay. Jetzt wieder die Nummer 5, Alex Magete, Matthäus Hettiger in der 8. Spielminute für Alexander Meyer ins Spiel gekommen. Und jetzt eine schöne Aktion, aber sicher gefangen von Hannes Leo. Ja, wie gesagt, ein ausgezeichneter Torhüter. Nummer 12 haben wir gerade gesehen, Martin Magic von der Spielgemeinschaft Uttendorf-Niederzell. Ah.
Wir befinden uns jetzt nach wie vor auf dem Sportplatz im Niederzell im Oberpinzgau. Lukas Vogelreiter führt den Einwurf durch. Jetzt wieder ein Pass, aber doch sehr deutlich am Tor von Alois Omega vorbei. Wieder der Urheber Rosal am Ball. Sicher gefangen von Hannes Leo, den ich natürlich auch am Eis beobachten konnte, spielt ebenfalls beim EC Niederzell und auch dort ein wirklich ausgezeichneter Torhüter. Also auf jeden Fall sowohl am Rasen als auch am Eis spitze. Darum sicher gefangen. Ja, jetzt wäre natürlich ein Torschuss von den Gastgebern notwendig. Passt auf, ja, nicht auf Lukas Vogelreiter, wie ich vorher gedacht habe. Aber alles Promiger hält den Ball sicher. Bislang ohne Gegentreffer und das absolut verdient. Jetzt wieder einmal ein Rückpass. Ja, da könnte man durchaus mehr machen. Und auch diesmal alles Promiger, der Ball ist sicher gefangen mit der Hand. Ein Torwart darf es ja im eigenen Strafraum machen. Jetzt wieder ein Pass auf Hannes Leo. Weiter nach vorne mit euch, scheint er seinen Mitspielern zu signalisieren. Weiter Abschlag. Das geht natürlich ordentlich zur Sache. Hat's wohl mit Sicherheit gespürt. Aber ich hätte da ganz offen gesagt kein Foul gesehen. Auch wenn es einige Fans aus Großall vielleicht da ein klein wenig anders sehen. Hier sehen wir die Nummer 3 der Gäste, Stefan Angmala, der jetzt einen Freistoß durchführt. Sicher gefangen. Ja, da könnte man durchaus zumindest eine gelbe Karte geben. Und das gibt Konterwirklichkeit. Damals Pio-Karte Nummer 14. Ah, vielleicht jetzt Flanke! Da müsste doch mehr gehen. Vielleicht jetzt. Schön herausgekommen. Ah, schon etwas außerhalb den Raum. Wo ein Torhüter
seine Rechte haben und wie wir wissen, außerhalb vom Strafraum ist ein Torhüter nur mehr unter Anführungszeichen ein Spieler. Ja, das ist der eingewechselte Khan Karasalam, der in der Halbzeit für Pascal Klima und Markus Bodner haben. Pascal Klima wird nur übrigens durch Maton Magic ersetzt, so muss ich es korrekt sagen. Also, der Trainer Gerhard Wanger ersetzte gleich zur Halbzeit zwei Spieler. Jetzt liegt ein Niedernsiller Spieler am Feld und wie wir wissen, hat ein Trainer ja nur dreimal die Möglichkeit, einen Spieler das Spiel durchzuführen. Das heißt, Gerhard Wanger könnte theoretisch noch ein einziges Mal wechseln. Bei taktischen Wechseln würde ich diese Wechseleinschränkungen durchaus nachvollziehen können. Allerdings sollten, wie ich schon erwähnt habe, aus meiner Sicht verletzungsbedingte oder Torwartwechsel nicht für das Wechselkontingent zählen. Aber gut, die Regeln machen ja andere. Ja, mittlerweile befinden wir uns in der 57. Spielminute. Es hat sich nichts geändert. Wir sehen es oben eingeblendet. Nach wie vor 0:2 für den USV Rosal. Sicher gefangen von Hannes Leo, der den Ball an seine Mitspieler weitergibt. Thomas Björka haben wir gerade gesehen. Querpass. Und Lukas Vogelreiter kann wieder den Ball nach vorne bringen. Das war natürlich ein ziemlich hartes Foul. Für mich durchaus gelbwürdig. Hoffentlich ist er nicht. Sehr. Und ja, da gibt es auch vollkommen zu Recht die gelbe Karte. Und zwar für Lukas Gschwantl, der Nummer 14 aus Grausal. Vollkommen zu Recht, weil so ein hartes Foul muss natürlich wirklich nicht sein. Hier sehen wir den Doppeltorschützen Christoph Dess mit der Nummer 15 vom USV Rosal, der bislang beide Tore dieser Begegnung erzielte. Und es gibt Freistoß, ausgeführt von der Nummer 11, Dibio Pjoka. Ja, mal eine Halbchance, aber der Ball geht über das Tor von Alex Omega. Bislang ohne Fehler und ohne Gegentreffer, was für ihn sicherlich wichtiger ist. Wieder auf. Sicher gefangen von Hannes Leo in seinem eigenen Strafraum. Der Rückpass
geht es natürlich ordentlich zur Sache. Und wir befinden uns bald in der 60. Spielminute, die in diesem Augenblick langsam, was ich ja, zu Ende geht. Es gibt erneut Eckball vom der rechten Seite. Gut aufgepasst. Wiederum ein vermeintliches Foul am Doppeltorschützen Christoph Biss mit der Nummer 15 des USV Rosal. Und erneut der Freistoß. Allerdings war der Schuss sehr, sehr ungenau und somit gibt es Abstoß vom Tor von Hannes Leo. Der den Ball an seinen Mitspieler weitergibt. Leider kann ich jetzt an dieser Stelle die Rückennummer nicht erkennen. Weiterer Versuch nach vorne. Und ja. Es gibt erneuten Eckball. Wiederum geht der Ball über das ganze Feld an Freund und Feind vorbei. Auch in der zweiten Halbzeit gab es natürlich aufgrund der sommerlichen Temperaturen eine Trinkpause. Und nach dieser Trinkpause wurde das Spiel fortgesetzt. Jetzt wie. Oh! Was war denn das bitte? Es gibt die gelbe Karte in der 67. Minute für Markus Vogelreiter mit der Nummer 8 von der Spielgemeinschaft Gutendorf-Niedernsil. Auch einem Verteidiger. Kann man auf jeden Fall durchaus geben.
Ja, wir befinden uns in der 70. Spielminute, also 65. Spielminute. Wiederum Niedernsel und am Ball. Und es gibt natürlich eine Pfiff. Und ja, abseits, richtige Entscheidung von Erwin Meyer, Schiedsrichter, der übrigens Auszähler am See ist. Sicher gefangen von Hannes Leo. Kanka Salam haben wir gerade gesehen. Könnte man durchaus machen. Die Nummer 10 üblicherweise an den Spielmacher vergeben. Ja, ihr wisst es natürlich, beim Fußball sagt auch zumindest die Rückennummer etwas über den Spieler aus. Zum Beispiel die Nummer 1 wird normalerweise an den Torhüter vergeben und die Nummer 10 an den Spielmacher. Also diese beiden Nummern sind üblicherweise besser wert. Vom Regelmodus könnte es durchaus auch möglich sein, dass ein Feldspieler im Fußball die Nummer 1 trägt. Allerdings, wie gesagt, schaue ich sehr viele Fußballspiele, aber ich habe bislang das beim Fußball noch nie bemerkt. Sehr gut gemacht. Und ja, wir schauen natürlich auf die Torschützenliste. In der zweiten Klasse Südwest, dort führt Melik Kirim vom SV Lenk gleich 10 Mal erfolgreich vor Kevin Hirner vom SC Königsleiten mit 4 Treffern und Dana Docker vom SV Lenk und Christoph Diss mit jeweils 3 Volltreffern. 2 von ihnen haben wir ja hier bislang gesehen. Der beste Torschütze von der Spielgemeinschaft Uttendorf Niedersil ist auf Platz 8 zu finden. Thomas Björker mit der Nummer 14 und auf der Nummer 17 Tibor Björker mit einem Treffer. Das allerdings, wie gesagt, bisher aufgrund der Tatsache, dass die Meisterschaft ja erst begonnen hat, wenig aussagekräftigen Torschützenliste. Also da kann es noch bis zum Meisterschaftsende nächsten Sommer einiges tun. Es gibt Abstoß. Alois Promiger lässt sich natürlich etwas Zeit. Naja, bei einem Spielstand von 2:0 durchaus nachvollziehbar. Und jetzt wieder eine Kontermöglichkeit. Diesmal allerdings eher sehr gut aufgepasst. Aber jetzt aufpassen!
Sieht und abgewehrt! Herrlich gemacht von Hannes Leo. Schöner Pass bekommen. Und ja, man kann es wohl mit Fug und Recht sagen, das war wirklich eine Glanztat. Richtig reagiert, voller Einsatz und genau das ist es, was ich sehen möchte. Jetzt wieder da die Spielgemeinschaft Uttendorf, Niedernzell am Ball. Wiederum ein neuer Versuch, aber gut aufgepasst. Mittlerweile befinden wir uns in der 71. Spielminute. Knappe 20 Minuten noch in der Begegnung zu spielen. Jetzt wieder da, wo ist Niedernzell. Ball. Wiederum geht der Ball ins Tor ab. Abstoß am Tor von Alois Omega. Wieder Kontermöglichkeit. Sollte abziehen und abgewehrt. Herrlich gemacht von Hannes Leo. Wie gesagt, eine absolut fehlerfreie Leistung in dieser Begegnung und das trotz der beiden Gegentore. Und der Ball geht erneut ins Out. Wiederum gibt es Einwurf. Und auch die Gastgeber haben in der 72. Minute den dritten und letzten Spielerwechsel durchgeführt. Markus Vogelreiter, die Nummer 8, ging zum Feld und wird durch Gregor Neumeier ersetzt. Also auch ein Wechsel seitens der Verteidiger. Und hier sehen wir, kann Karas Land, die Nummer 10, der Spielgemeinschaft Uttendorf Niedernzell. Übrigens einer der Stürmer. Im Sommer erst zu den Gastgewerben aus Uttendorf Niedernzell gewechselt.
wie gesagt, eine Spielgemeinschaft hier in der zweiten Klasse Südwest. Mittlerweile sind 75 Minuten gespielt. Die letzte Viertelstunde ist angebrochen. Und ja, wiederum sicher gefangen von Hannes Leo. Und es gibt die gelbe Karte. Für damals Joker in der 79. Note. Der für Reklamieren die gelbe Karte bekommt. Naja, eigentlich sollte es jeder Spieler wissen, dass er nicht im Recht hat, die Schiedsrichterentscheidungen irgendwie zu kritisieren. Ja, und hier sehen wir Khan Karam Aslam, die Nummer 10 der Spielgemeinschaft Uchendorf Niedernsil. Siebenundsiebzigste Spielminute. Ja, es ist natürlich etwas windig hier, wie man im Hintergrund vielleicht am Klattern hört. Aber zum Glück für die Spielgemeinschaft unten auf Niedernsil geht der Ball über das Tor. Und ja, wiederum geht der Ball sehr deutlich am Tor der Gäste vorbei. Langsam aber sicher scheint die Zeit der zwölfte Mann für den USV Großhall zu werden, denn es sind nur mehr, ja, etwas mehr als 11 Minuten zu spielen. Versuch. Sehr schön gehalten. Wiederum ein Versuch über die linke Seite, der allerdings ins Tor-Out geht. Somit gibt es Abstoß. Oh, yeah,
und Rückpass auf Hannes Leo. Ja, dann liegt wieder ein Spieler, der Gastgeber, am Rasen. Kann allerdings weiterspielen. Jetzt sehen wir Lukas Vogelreiter. Da winkt natürlich ein Spieler. Rasenwald, da schießt sich dann, der ist weiterspinnen. Wie ich auch finde, absolut regelkonform. Wiederum ein schöner Einsatz. Wir befinden uns mittlerweile in der Schlussphase. Ball geht natürlich ins Out. Ja, da dürfte sich oft einer schwerer verletzt haben. Natürlich lang. Unterbrechung. Vielleicht jetzt wieder mal ein Torschuss über die linke Seite. Aber dieses Mal hat die Abwehr sehr, sehr gut aufgepasst. Ja, recht viel Zeit bleibt den Gastgeber nicht mehr, um den Anschlusstreffer und aus ihrer Sicht optimalerweise den Ausgleich zu erzielen. Und ja, wiederum liegt ein Spieler der Gäste am Rasen. Die, so habe ich zumindest den Eindruck, eher versuchen, die Zeit für sich arbeiten zu lassen. Naja, sie führen ja
mit 2:0, wie man oben eingeblendet sehen kann. Und mittlerweile sind es nur noch 5 Minuten zu spielen. Wiederum eine schöne Parade von Hannes Leo, wie wir vorher gesehen haben. Sicher gefangen. Ah, da geht es jetzt ordentlich zur Sache. Da dürften die Emotionen verständlicherweise. Hochgehen. Ja, wiederum sind einige Zuschauer offenbar gescheiter wie der Schiedsrichter. Christoph Höller, der Kapitän, führt den Freistoß aus. Und am Leiberleuten, das ist natürlich ein Foul, somit zu Recht. Gelbe Karte für Andreas Feuer, unsportliches Verhalten von Urs Bauer-Krosal. Wiederum Einwurf. Da müsste doch jetzt endlich einmal was gehen. Wiederum ein feiner, schöner Banane von Alois Omega. Und heute wird so ist auch Großhall. Ja, nur mal wenige Minuten zu spielen, dann ist auch dieses Spiel vorbei. Und jetzt geht es wieder eine sicher gefangen von Hannes Leo, der noch einen weiten Auslauf hat, vielleicht jetzt noch die letzte Chance dieser Begegnung für den Gastgeber. Schuss! Kann man durchaus machen. Wiederum eine Kontermöglichkeit. Ja, jetzt sind die Gastgeber aufgewacht. Wobei zu befürchten ist, dass es zu spät ist. Wir hoffen es nicht. Wenigstens noch den Anschlusstreffer dieser Begegnung. Schuss! Ah, schade. Gut aufgepasst von der Abwehr, der Großhaller. Jetzt wieder ein Versuch, aber der Ball geht ins Tor. Es gibt Eckball, vielleicht eine der letzten Szenen in dieser Begegnung. Aber kein Foul entscheidet Schiedsrichter Erwin Meyer. Bislang fehlerfrei gepfiffen. Jetzt gehen die Emotionen natürlich ordentlich hoch. Schuss! Herrliche Parade von Hannes Leo, der sich bei diesem Schuss ein weiteres Mal auszeichnen konnte. Das wäre wohl die endgültige Entscheidung gewesen. Es sind nur noch wenige Augenblicke zu spielen und das Spiel endete mit 0:2.
In der zweiten Halbzeit gab es keinen weiteren Treffer und das bedeutet, dass das 0:2 aus Sicht der Gastgeber auch gleichzeitig der ebenso aus ihrer Sicht unerfreuliche Endstand dieser Begegnung war. Der Torhüter Hannes Leo konnte sich in der zweiten Halbzeit einige Male auszeichnen und mit wahren Glanzparaden Gegentreffer verhindern. Mit diesem Ergebnis sind wir auch schon wieder am Ende dieser Ausgabe angelangt. Danke fürs Zuschauen, das sagt euer Sportreporter Marc.